Das Internet kann eine sehr große Rolle spielen auf kommunaler Ebene, gerade im Wahlkampf, weil die Massenmedien und Fernsehen oder überregionale Zeitungen natürlich wenig Platz haben, um über lokales Geschehen zu berichten. Selbst in regionalen Zeitungen finden Sie wenig Berichterstattung über Gemeinderatssitzungen, über Stadtratssitzungen. Und die Platzprobleme haben Sie im Internet natürlich nicht. Die Wählergemeinschaften, Parteien, Ratsfraktionen können sehr, sehr viele Informationen zur Verfügung stellen auf ihren Webseiten. Da kann der Bürger sich umfassend informieren. Tut er natürlich nicht so viel. Wer steuert schon tatsächlich diese Parteiwebseiten an und liest sich da alles genau durch? Da kommt dann vielleicht Social Media ins Spiel. Über soziale Netzwerke kann man zielgerichteter Interessenten erreichen und ansprechen. Das ist allerdings nicht trivial, weil da muss man sich ein bisschen auskennen, da braucht man Know-how für, was die ehrenamtlichen Hobbypolitiker auf kommunaler Ebene oft nicht haben. Also ich muss Informationen so aufarbeiten, dass sie interessant sind, dass sie geteilt werden, dass sie wahrgenommen werden. Und das ist ein gewisses Professionalisierungsdilemma. Da werden sich viele Gedanken gemacht, wie man die technischen Möglichkeiten des Internets nutzen kann, um Kommunalpolitik aufzuwerten, um es greifbarer zu machen, erfahrbarer zu machen für den Bürgern, weil das sind ja Dinge, die die Bürger direkt vor Ort betreffen, viel stärker noch als Sachen, die auf Landes- und Bundesebene entschieden werden, große Entscheidungen, die vielleicht langfristige Auswirkungen haben. Aber das kann man nutzen, um den Bürger eben an die Kommunalpolitik heranzuführen. Und die Gemeinden experimentieren damit sehr unterschiedlich. Die Stadt Köln zum Beispiel hat ein umfangreiches Ratsinformationssystem, wo online Tagungsordnungen, Sitzungsprotokolle zur Verfügung gestellt werden von Rat, von den Ausschüssen, von den Gremien. Das Problem dabei ist oft, dass die Fülle der Informationen dann den interessierten Laien oft erschlägt. Das ist also auch immer eine Frage der Aufarbeitung der Informationen. Auch das muss niedrigschwellig gemacht werden, dass ich mich schnell und einfach informieren kann. Und das handhaben die Kommunen sehr unterschiedlich. Da gibt es natürlich auch nicht so viele Ressourcen, dass man das professionell aufarbeiten kann. Oft ist das Engagement in der Kommunalpolitik gar nicht so sehr Frage des Interesses, sondern des Zugangs. Dass, wenn man einen niedrigschwelligen, leichten Zugang ermöglicht, die Leute das auch gerne nutzen. Die Online-Medien sind noch nicht sehr stark ausgeprägt gegenüber den klassischen Medien. Oft ist es so, dass online nur ein weiteres Verbreitungsportal von regionalen, überregionalen Zeitungen ist. Es gibt sehr wenig rein Online-Medien. Und sie haben da auch immer ein Dilemma. Der Einfluss von Medien hängt an der Reichweite, an der Zahl der Leser. Und umso größer das ist, umso geringer die Möglichkeit, lokale Themen, die nur eine kleine Zielgruppe interessiert, zu behandeln. Und von daher, es gibt so Versuche mit Blogs, die sich sehr stark mit lokalen Themen auseinandersetzen. Hyperlokale Blogs werden die genannt, Prenzlauer Bergnachrichten, Tegernseer Stimme, die versuchen, sowas wie eine lokale, kleinteilige Öffentlichkeit herzustellen. Aber die haben eben oft nur kleine Leserschaft und damit auch geringen Einfluss und sind nicht wirklich in der Lage, eine mediale Agenda zu setzen. Und denen fällt es damit auch schwer, Druck auf die lokale Politik, auf die Ratsfraktion, auf den Bürgermeister auszuüben. Von daher kann sich da was tun und man spürt vielleicht so unterschwellig schon Veränderungen, die sich da andeuten. Aber auch da sehe ich durchaus noch Spielraum nach oben.